Viele machten es sich mit Picknickdecken und Liegestühlen im Rathauspark bequem. Es gab zum ersten Mal ein Freilichtkino. Die Premiere ist also voll gelungen. Daher wird es auch im nächsten Jahr wieder Sommerkino im Rathauspark geben. Dejan, heute wunderschöner Abend, windstill, warm. Wir sehen hier im Rathauspark Decken aufgebreitet, Picknickstimmung, aber das hat ja einen anderen Hintergrund. Vollkommen richtig. Heute Abend findet zum ersten Mal das Sommerkino bei uns vor dem Rathaus statt. Hätte ich es mir wünschen können, hätte ich es nicht besser bestellen können. Ja? Hervorragendes Wetter, es ist nicht zu heiß, es ist wirklich wunderbar, der Wind geht nicht. Viele Leute sind da, das freut mich umso mehr. Und wir erwarten oder sind gespannt, was uns ab 21 Uhr erwartet. Braucht man für so ein Open-Air-Kino besondere Technik oder besonderes Equipment? Ja, es hat sich da in den letzten Jahren einiges geändert. Früher hat man ja den analogen, also das Filmband gehabt. Und das ist jetzt dann seit 2 Jahren eigentlich Geschichte. Jetzt ist immer ein digitales Kino, DCP, gang und gäbe. Es ist jetzt Standard, es ist eigentlich ein Standard für die ganze Welt eigentlich jetzt dann. Ja. Und ja, da hat man natürlich auch ein riesen Equipment mit jetzt dann, von Projektor zu Computer. Und alles elektronisch? Alles elektronisch, ja. Läuft alles elektronisch ab jetzt dann. Aber im Freien gibt es keine Probleme? Im Freien an und für sich, wenn der Wetter gut mitspielt, ja. Das ist immer ganz wichtig für uns. Ist das natürlich ideal, wie es heute ist. Windstill waren inzwischen, ja. Nachmittag ist ja die ganze Zeit der Wind noch gegangen. Schwächer bekannt dafür, dass ich mir ein wenig Lüfterl gehe, gell. Aber ich bin wirklich sehr froh, dass das jetzt dann, dass wir auch den richtigen Tag erwischt haben, gell, zwischen die Wetterregentage. Genau. Was zum Kino dazugehört, zum richtigen Kinogenuss, Getränke gibt es hier, Popcorn natürlich, und da liegt dann dem Vergnügen nichts mehr im Weg. Genau, wir versuchen hier ein kulinarisches Kinoflair ein bisschen einzubringen, Chips, Popcorn, nicht alkoholische Getränke, und hoffen, dass es den Gästen schmeckt. Es ist ja das Wetter heute herrlich und ich finde es nett, ein Sommerkino zu machen. Wir werden sicher auch wieder das Wanderkino von grüner Seite her nach Schwechat bringen dieses Jahr. Aber ich finde das sehr gut, die Leute treffen sich mitten in den Sommerferien. Ja, und das Publikum gutiert es, kommt da in zahlreicher Menge, ist da, das heißt, sie genießen das. Der Wind wäre gefährlich wegen der Leinwand. Richtig, ja, wegen der Leinwand, das ist immer ganz gefährlich, das sind für die größten Feinde vom Open-Air-Kino. Der Wind, gegen den Regen kann man sich nur schützen, aber gegen den Wind kann man bei so einer Leinwand da nichts mehr machen. Natürlich toll, wenn so viele Leute da sind, also für uns ist es immer schön, wenn wir wirklich vor einem vollen Haus spielen, also es taugt uns wirklich da immer. Es ist ganz was anderes, als wenn wenig, wenn es nicht so angenommen wird, aber es ist für das erste Mal gemacht wird, da in Schwächert, Wahnsinn, ja, super. Ein Picknick mit Kinobegleitung, eine nette Idee. Naja, Picknick, viele Leute haben Decken da. Ich habe mir einen Sessel, meinen Strandsessel mitgenommen, was ein bisschen gemütlicher ist. Und vielleicht sollte man ein bisschen mehr drauf schauen, dass auch Bänke oder so, dass sich die Leute das mitnehmen. Was gibt es für einen Film heute? Der Film heißt Bad Fucking, ist ein österreichischer Film. Hat einen anstößigen Namen? Ja, es sind ein paar anstößige Sachen da drinnen, ja. Lass uns überraschen. Das Team der Öffentlichkeitsarbeit der Stadtgemeinde Schwechat hat 3 Filme zur Verfügung gestellt. Und die 3 Filme wurden über Facebook gewotet. Am Ende gab es einen Gleichstand und das Los hat dann für den österreichischen Film Bad Fucking entschieden und den sehen wir heute Abend. Es ist ja ein lustiger Film, es ist ein Familienfilm. Man merkt ja auch Kinder hier, es wird ein ganz ein besonderer, ein super lustiger Abend. Genau, der Hintergedanke, oberste Priorität für uns war, dass wir etwas für die Lachmuskeln hier anbieten. Familien sollen kommen, Kinder sollen kommen, es soll gelacht werden. Ein wunderschöner Abend bei einem wunderschönen Traumwetter und das haben wir heute. Jetzt kann man schon sagen, es ist ein Erfolg. Wird der Erfolg prolongiert, das heißt nächstes Jahr wieder? Ich habe gesagt, ich warte mal ab, wie es heute ausschaut. Heute schaut es einmal sehr gut aus und wir werden uns bemühen, nächstes Jahr vielleicht mehr wie einen Film auszustrahlen.